Aaron, der konfliktscheue Hohepriester. Aaron, Moses Bruder, hat eine besondere Stellung in der Heiligen Schrift und auch in der Geschichte Israels. Er war Moses älterer Bruder. Viele Jahre ihres Lebens waren die beiden getrennt. Sie kannten sich aber vermutlich noch aus ihrer Kindheit. Danach wurden sie getrennt und sie wuchsen sehr unterschiedlich auf. Mose war der Adoptivsohn der Tochter Pharaos und wuchs privilegiert am königlichen Palast auf. Aaron hingegen wuchs in einer normalen hebräischen Familie in der Knechtschaft Ägyptens auf. Er kannte die Sorgen und die Nöte des Volkes, das geknechtet und versklavt war. Ob die Brüder sich in der Jugendzeit und in den späteren Jahren trafen und austauschten, wissen wir nicht. Als Mose 40 Jahre alt war, musste er fliehen und verließ Ägypten. Und die nächsten 40 Jahre sahen sich die Brüder nicht. Was die beiden allerdings trotz der Entfernung vereinte, waren nicht nur die gemeinsamen Eltern, sondern auch der Glaube der Eltern, den die Brüder zu ihrem eigenen gemacht hatten. Sowohl Mose als auch Aaron waren gottesfürchtige Männer, Männer des Glaubens. Als Mose 80 und Aaron 83 Jahre alt ist, beruft Gott die beiden Brüder, das Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens in die Freiheit des verheißenen Landes zu führen. Gott sprach nicht nur zu Mose, sondern auch zu Aaron. So lesen wir es im zweiten Buch Mose 4, Vers 27. Und der Herr sprach zu Aaron: Geh hin, Mose entgegen, in die Wüste. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und küsste ihn. Aaron akzeptiert die Berufung Gottes und geht seinem jüngeren Bruder entgegen. Die beiden waren seitdem ein unzertrennbares Team. Und Aaron, der Ältere, ordnet sich seinem jüngeren Bruder unter. Die Rollenverteilung hatte Gott selbst festgelegt. Wir lesen, der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich setze dich zum Gott für den Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Aaron akzeptiert seine Rolle ohne Beschwerde oder Protest. Er ist der Sprecher seines jüngeren Bruders, der Führer und Befreier des Volkes ist. Allerdings scheint Aaron ein Problem zu haben. Er ist konfliktscheu. Er gibt schnell nach und kann sich nur schwer behaupten. Heute sagt man, dass das die typischen Probleme von Sandwich-Kindern sind. Kinder, die zwischen älteren und jüngeren Geschwistern aufwachsen. Aaron hatte eine ältere Schwester, Miriam, und einen jüngeren Bruder, Mose. Als Mose lange auf dem Berg Sinai bleibt und von Gott die 10 Gebote empfängt, empört sich das Volk gegen Aaron, bedrängt ihn und fordert von ihm, dass er ihnen einen Götzen baut. Aaron gibt nach und gießt ihnen das goldene Kalb. Als Mose dann von dem Berg herabkommt und das goldene Kalb sieht, wird er zornig und er stellt Aaron zur Rede. Und Mose sagte zu Aaron: Was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron aber sagte: Der Zorn meines Herrn entbrenne nicht. Du selbst kennst das Volk, dass es böse ist. Sie haben nämlich zu mir gesagt: Mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn dieser Mann, Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da fragte ich sie: Wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir, und ich warf es ins Feuer, und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Aaron besaß nicht die Kraft und die Autorität, dem Volk zu widersprechen und ihrem bösen Vorhaben zu wehren. Er fürchtete sich vor ihnen, gab nach und erfüllte ihren Wunsch. Das hatte fatale Folgen. Und es war nur Moses Fürbitte bei Gott zu verdanken, dass Gott das Volk nicht ganz vertilgte. Aaron hat 4 Söhne: Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar.
Er und seine Söhne wurden zu Priestern geweiht. Aaron war der Hohepriester und hat die Aufsicht über seine Söhne. Gott hat es verboten, Opfer darzubringen, die er nicht befohlen hatte. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf dem Altar darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer, und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Doch genau das tun die beiden Söhne Aarons, Nadab und Abihu. Einige Zeit später bringen sie ein fremdes Opfer. Sie bringen das Opfer, ein Opfer, das der Herr ihnen nicht geboten hatte. Warum schreitet Aaron nicht ein? Wie kommt es dazu, dass seine Söhne ein fremdes Opfer bringen? Hat Aaron seine Pflicht nicht erfüllt? Kann er sich nicht durchsetzen bei seinen Söhnen? Es kommt zur Tragödie. Beide Söhne werden von dem Herrn auf der Stelle getötet. Die falsche Kompromissbereitschaft Aarons zeigt sich ein weiteres Mal, als er sich seiner Schwester Miriam anschließt und von ihr mitgerissen wird, sich gegen Mose aufzulehnen. Hier schreitet Gott ein und weist die beiden zurecht. Doch, ungeachtet dieser Schwachheiten, beruft und gebraucht Gott Aaron im Dienst für sein Volk. Gott hat für Aaron eine exklusive Aufgabe und Rolle. Er wird zum ersten Hohepriester Israels. So zeigt sich im Leben Aarons Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Er beruft und gebraucht fehlerhafte und schwache Menschen. Er hat Geduld mit ihnen. Er heiligt und verändert sie und macht sie zu Werkzeugen des Segens.